Hey Leute, Mario, und willkommen zum weiteren Video zu Bloons 24/6. Es gibt eine Sache, die man in Bloons ab und zu machen muss. Einfach um sich selber ein bisschen Stressresistenz anzutrainieren. Und zwar manchmal muss man in den Koop-Modus gehen. Oder ist sie ja gar nicht. Muss man in den Koop-Modus gehen. Denn ich erstelle jetzt ein Spiel. Und zwar mit der neuen Map. Schwer, Schimpansen-Modus. Das ist recht. Ach, Held ist sowieso egal, weil meistens hauen die Leute Helden raus. Und von mir aus, go. TMD. Neue Map, Schimpansen-Modus mit einem zufälligen Spieler, Level 152. Gib dem mal all mein Geld und guck, was er macht. Er hat als Held Benjamin. Au. Ich habe mir vorgestellt, dass er nichts machen wird, aber ich werde so lange aufnehmen, bis ich das einmal... Okay, er gibt mir also ein Geld. Und ich habe mir, glaube ich, auch was Neues gekauft, und zwar Mindfehler oder sowas. Ich bin das Problem. Ich finde den Satz so lustig, ich bin das Problem. Alles in Butter. Bereit. Ich gebe ihm auch mal ein bisschen Geld. Also kann sein, dass er mir einfach all sein Geld geben will die ganze Zeit. Er macht er wirklich. Das nimmt natürlich ein bisschen Witz. Bei dieser Challenge. Ich will schon, dass wir zusammenarbeiten. Aktivieren! Sorry. Ich werde die mal nach und nach raushauen. Wenn sich das anbietet. Er gibt mir halt all sein Geld. Ich würde aber auch gerne ihn was machen lassen. Ich komme mir ein bisschen dumm vor. Aber ja, der Koop-Modus. Falls ihr sagt, Bardo, warum soll der denn so schwer sein? Geht einfach mal rein. So, das ist meine Empfehlung an euch. Geht einfach mal rein, guckt euch den Koop-Modus an. Und dann sagt mir nochmal, ob der eher schwer oder ob der schon leicht ist. Weil der kann richtig, richtig schlimm sein. Eine meiner frustrierendsten Bloons-Erfahrungen hat sich im Koop-Modus, gerade wenn du eine Schimpansen-Map schaffen willst, die Leute checken einfach nicht. Du hast einfach so oft Spieler in den Runden, die gar nicht checken. Ich habe übrigens auch überlegt, mit nächster Woche werde ich mir nochmal ein paar Mods angucken. Ich habe mir jetzt ja für über ein Jahr keine Mods angeguckt. Ich hätte da, glaube ich, schon nochmal Bock. Auf so gesehen dann eine zweite Staffel, wo ich mir Mods angucke. Das war beim letzten Mal aus meiner Sicht ein bisschen ausgelutscht. So, da hatte ich mir alle coolen Mods angeguckt, die es damals gab. Es sind inzwischen ja nochmal neue Mods reingekommen. Ich denke, das kann man sich schon angucken dann wieder. Also ich hoffe, es sind neue Mods reingekommen. Ein Jahr lang nicht geguckt. Ich hoffe, da ist was reingekommen. Mal gucken. Nächste Woche. Wahrscheinlich. Da gibt dir mir wirklich jetzt einfach die gesamte Zeit all sein Geld. Brauchst du nicht, Dude. Du kannst ruhig gerne auch selber was platzieren. Also vor mir. Da, nimm. Mach was. Nein, du kannst was machen. Nur sowas sagen wie, los geht's. Und dann gebe ich ihm Geld. Los. Und jetzt gebe ich ihm Geld. So, ich will, dass du was machst. Gib mir nicht... Nein, es ist nett. Es ist nett, dass er mir all sein Geld gibt. Aber wieso? Ich weiß ja, wie die Schimpansen-Taktik hier geht. Und die ist sogar jetzt nochmal leichter, weil im Koop-Modus hast du mehr Geld am Anfang zur Verfügung als im ganz normalen Schimpansen-Modus. Das ist keine Challenge für mich. Ich weiß, dass ich das hinkriege. Was muss ich machen, damit er... das Geld einfach behält, was ich ihm gebe. Gibt es da Wege? Ich denke mal, der vertraut mir einfach, weil ich halt ein schwarzes Level habe und der nur Level 150 ist. Aber der müsste die Map auch einfach schaffen mit Level 150. Und ich bin ja auch noch da. Und ich will ja nicht alles, weil... Komm, ich gebe mal all mein Geld. Mach was? Nee, er will es einfach nicht. Na gut, ich habe ein bisschen Langeweile. Dann mache ich einfach... Bewohner des Abgrundes mache ich gleich. Jetzt muss ich noch was machen gegen den Moab, der gleich kommt. Das glicht dann ihn unten ein bisschen... Er gibt mir halt wirklich sein gesamtes Pausengeld. Aber gut, falls ihr natürlich neu seid, ihr dürft auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte als Zuschauer von diesem Video haben nämlich überdominiert. Noch ein Creator-Code, BardoYT. Na gut, dann gehe ich jetzt noch auf panzerbrechende Pfeile. Wir sind jetzt auf jeden Fall gut für Runde 40. Aber er will gar nichts, ne? Er ist einfach... Er ist einfach anspruchslos. Er hat keine Feinde. Er hat keine Feinde. Aber juckt es ihn nicht in den Fingern, irgendwas rauszuhauen? Gut, Runde 40 geht jetzt kaputt. Ich kämpfe dagegen, ich kämpfe dagegen. Ich kämpfe dagegen. Ich kämpfe dagegen. Nimm du das Geld. Oh, ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Aber ich mach mal einfach hier einen Nekromanten hin. Mit der oberen Skillung, die jetzt nicht sonderlich smart ist, aber ich kann zumindest hier jetzt auch oben angreifen mit ihm. Das ist einfach so ein bisschen nur Langeweile. So, ey, was soll ich tun? Ich mach mal den Nekromanten. Ich hab den halt auch so platziert, dass der mit keinem anderen Affen irgendwie eine Combo hinkriegt. Weil der macht ja die Durchschlagskraft von Affen in der Nähe besser. Der wird nur eher theoretisch besser. Was vielleicht für eine Subkommandantentaktik sprechen würde. Da müsste ich mir aber halt noch was überlegen, um Blei auch zu killen, aka DDTs. Könnten Fürst der Finsternis machen. Die Untoten wären cool. Ich wäre lange safe. Ich könnte aber auch Waldgeist machen, ist auch cool. Plus mag ich inzwischen ein bisschen lieber den Waldgeist. Ich mache mal nur einen von denen. Ich kann auch beide machen, aber ich glaube, ich mache nur einen. Aber Fürst der Finsternis wäre theoretisch günstiger. Das ist der Vorteil. Da muss ich weniger ausgeben. Halt nur 28.000 statt da 5.000 plus 37.000. Ich mach den Fürst der Finsternis. Das ist eine günstige Variante. Fürst der Finsternis und dann mache ich noch irgendwas. Ich weiß nicht was, aber dann mache ich noch irgendwas. Ich gebe mal kurz 20.000 und ich gucke, ob er was machen möchte. Er will einfach nicht. Er hat einfach keinen Bock, irgendwas zu machen mit Geld. Oh, ich gebe ihm wieder 20.000.
Ist instant wieder bei mir. Ah, okay. Ich dachte kurz überlegt, nee. Also wenn du jetzt richtig tryhard wärst, dann könntest du sagen, dass der verschwendet ist, der ist verschwendet, weil die sich beide nicht platzieren müssen von der Position. Das ist ein kleines L eigentlich, aber es ist egal, es ist eine recht leichte Map. Ich denke, wir kommen hier ohne Probleme durch. Macht man da den Sprung. Unsichtbar Blei ist nämlich gar nicht so komplett easy. So, und ab jetzt werden halt die ganzen untoten Ballons beschworen. Na gut, in der Mitte drehen da jetzt die Ballons die Kreise. Das cleart auf jeden Fall bis Runde 80. Und ich weiß jetzt original nicht, was ich machen soll. Ich mache einfach jetzt gar nichts. Ich spare jetzt einfach. Ich lasse ihn kochen. Und dann hole ich irgendwas raus. Ich weiß nicht was, aber ich hole dann irgendwas raus. Es zündet relativ wenig, der Fürst der Finsternis räumt auf. Und immer wenn ich ihm Geld gebe, habe ich es innerhalb von einer Sekunde schon wieder. Also, er will wirklich hier gewinnen, ohne irgendwas zu machen. Warum hat er denn null Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten? Das verstehe ich halt nicht. Ja, bis Runde 80 machen wir auch noch ein bisschen Geld. Ich denke, dann bin ich so bei 40.000. Es gibt keinen guten Spot für Nagelteppich, aber ich glaube, ich mache einfach Nagelteppich. Es gibt halt wirklich keine gute Position dafür. Weil theoretisch wäre hier eine gute Position. Ich müsste das vorher einfrieren, dann würde das vielleicht gehen. Dann müsste ich halt vorher einen Eisaffen machen, aber dann müsste ich von hier unten mich hocharbeiten mit Eisaffen. Das wäre auch ein... Wobei, das wäre dumm. Das mache ich nicht. Ach komm, ich habe das Gefühl, das ist die leichteste Variante. Ich mache einfach jetzt hier... Auch wenn die Stacheln... Ah, da sind so viele Stacheln sinnlos, das kann ich nicht bringen. Oder ich mache jetzt noch den Druid. Ach. Pass drauf. Viele Nägel ein bisschen gewastet, weil die gar nicht so richtig schön nach oben gehen. Dazu jetzt einmal hier Dschungeltrommeln. Dass sie schneller sind, bessere Reichweite haben. Müsste bis in die 90er Runden gewappnet sein. Und das, obwohl ich richtig kacke mit meinem Geld umgegangen bin, by the way. Ich habe einfach wirklich keinen Respekt vor der Map. So wie ich platziert habe, ist aber ein bisschen dumm eigentlich. Weil von links kommen die in ungeraden Runden. Das heißt, in ungeraden Runden gehen die... Wobei, das ist... Nevermind, das ist gar nicht so dumm. 99 ist eine ungerade Runde. Da kommen nämlich gepanzerte DDTs. Das heißt, wenn gepanzerte DDTs kommen, sind wir da unten safe. Weil da einfach richtig viele Stacheln liegen, die einfach sinnlos sind. Das ist ein bisschen eine Geldverschwendung. Oh, ihr behält es wirklich! First time, let's go! Nein! Ah, ich hätte nicht schreien sollen. Sorry. Sorry. Aber wieso hasst er denn so sehr Geld zu haben? Was hat er dagegen, ein bisschen Geld zu besitzen? Gut, er kann sehr früh angreifen. Der Magier, der kann sehr früh angreifen gegen Große. Er wird halt kaputt gehen, der Zom jetzt. Ne? Auch zwei Zoms sind nicht das Problem. Vier Zoms nachher ist nicht das Problem. Fünf Zoms irgendwann ist auch nicht das Problem. Wir sind gut. So. Ich spare jetzt halt auch wirklich hier auf Nagelteppich. Das habe ich dann in Runde... Ersten Runde macht man gar nicht so wenig Geld. Also es wird schneller gehen, als man denkt. Ich sag mal Runde... Ich will Runde 84 sagen. Aber es ist safe zu früh. Dann sage ich mal Runde 86. 86, 87? Ich habe keine Ahnung. Mache ich 20.000 in der Zeit? Kann schon sein. Ich sag in Runde 86 habe ich die Kohle. Weil schon fehlen mir nur noch 14.000. Ich sitze jetzt übrigens mit so Knien hoch. Da sieht die Knie... I don't know, ich nutze einfach manchmal eine gemütliche Sitzpose. Herrscher des Abgrunds wäre jetzt doof. Also, es wäre nach wie vor winnable die Runde, wenn ich Herrscher des Abgrundes mache. Dann mache ich halt Herrscher des Abgrundes. Plus mach noch irgendeinen neben Herrscher des Abgrundes, der dann halt der Hauptdamage-Spieler wird. Aber könnte ich auch easy machen. 34.000 haben wir, by the way. Es fehlen nur noch... Oh, 40.000, nevermind. 40.000 haben wir, es fehlen nur noch 5.000. Also 86... Ist halt kein schlechter Call gewesen, ne, für die Runde. Ist tatsächlich sogar zu früh gewesen. Das ist eher Runde 85. Ich warte jetzt ein bisschen, weil wenn ich Nagelteppich skill, werden erstmal auch direkt Nagelteppiche, Nagelstürme rausgehauen. Deswegen warte ich mal, bis beide auf dem Feld sind. So. Ich skill das, es wird einer rausgehauen. Spannend, ich mach noch einen. Spannend, ich mach mal einen Saudersprung. Oh, da kommt noch einer. So, da setze ich jetzt wirklich viele Stücke drauf, dass der viel Schaden macht. Nochmal den Trank nochmal besser. Werfen. So, und jetzt mache ich einfach Dinge, die, glaube ich, Sachen verlangsamen. So Klebschuhaffe, der wird ja nicht ganz hitten können. Aber zumindest die Ninja... Na, doch so ein bisschen. Aber zumindest die Ninja-Slow-Motion-Fähigkeit haue ich jetzt einmal raus. Brauche ich überhaupt... Na, ich brauche Affennachrichten jetzt eigentlich nicht, ne? Es ist jetzt ein bisschen spät. Ich hätte vorher Affen-Business machen sollen. Hätte ich hier gut ein Stück gespart. Schwierig wegen Alchemisten, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, dann mache ich einfach jetzt irgendwo hin. Von mir aus so.
Da gehe ich jetzt auf Bloons-Sabotage für die Slow Motion. Vielleicht Schneesturm mache ich noch. Da mogel ich mich da ein bisschen durch in Runde 100 Erstlagfähigkeit. Und ich will, dass er einen Tower raushaut. Er muss ja nicht viel machen, aber zumindest ein einziger Tower. Ich würde es gerne sehen. Er behält das Geld. Also. Okay, nevermind. Sein Plan ist wirklich einfach nur, Teilnehmerurkunde zu haben. Ich meine, ist auch okay. Besser so, als wenn er was kaputt machen würde für die Runde. Ist halt nur langweiliger so, ne? Er hätte auch ruhig was machen können. Ich habe nämlich genug Vertrauen in meine Fähigkeiten, die Map auch so hinzukriegen. Das wäre komplett in Ordnung gewesen, aus meiner Sicht. Nagelteppich, Nudeln, alles weg. Promotion-Fähigkeit, nach wie vor auch eine gute Fähigkeit. Ist halt kein Problem. Und in der Mitte haben wir auch noch die Untoten-Ballons, die ihre Runden drehen. Ich denke, der wird auch Top-Damage-Spieler sein am Ende. 4000 Schaden schon. 80.000, gut, er wird auch gut dabei sein, aber ich glaube hier Top-Damage-Dealer auf Lock, so der wird das sein. So, jetzt kann ich einen auf dem Wasser platzieren, aka hierhin. Der wäre auch noch nicht in der Reichweite, so den Boost abkriegt. Ich könnte den Boost aber hier nochmal besser machen. Ich kann die Reichweite von ihm besser machen, indem ich ein paar hiervon mache. Aha, so, da haben wir jetzt, da ist in der Reichweite. Passt. Ich mache jetzt mal Slow Motion, da einfrieren. Vielleicht fühle ich mich auch überlegen und gehe jetzt gleich Game Over. Das wäre sehr traurig, wenn ich Game Over gehe. Aber ich fühle mich so überlegen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, wir rennen hier einfach durch und ich werde keine Probleme haben. Ich wüsste halt nicht, welche Runde mir krass Probleme machen sollte. Deswegen, ich denke, Spaziergang-Modus kann man schon aktivieren. So, andere YouTuber aktivieren den Insi-Modus. Ah, sorry, das Insi-Modus ist eine Referenz, glaube ich, schon jetzt ein oder zwei Jahre her. Ja, aber die machen in Dubai den Insi-Modus an. Ich mache den Klebstoff-Texte-Modus an. Wobei der Klebstoff-Affe das Unsichtbare nicht hitten kann. Und dann mache ich mal kurz. So, mache ich mal kurz den hier hin. Ist halt trotzdem kein Problem gewesen. Bisschen doof, dass er einen Trank abkriegt. Aber passt schon, das spare ich jetzt auf Schmettergranaten. Kommen wir da hin von der, kommen wir hin von der Kohle. Dann kann ich damit Panzerung wegnehmen. Das macht Runde 98 einfacher. Okay, für Runde 100 muss ich mir vielleicht noch was überlegen. Ich kann vielleicht nicht Schmettergranaten machen. Nee, kann ich, glaube ich, gar nicht. Na doch, und es ist einfach egal. Also wenn ich Schmettergranaten mache, dann kann ich nicht Erstlagfähigkeit skillen. Und in dieser Runde geht es ja auch ein bisschen jetzt um meine Ehre, weil mein Teammate hat mir zu 100% vertraut. Und das Vertrauen muss ich eigentlich auch mit Skill zurückzahlen. Also ich muss es eigentlich hinkriegen, ansonsten wäre es ein bisschen traurig. Ich komme nicht mehr ganz auf die Kohle, glaube ich, um Erststückfähigkeit zu machen. Und Schmettergranaten. Schmettergranaten wird Runde 98 deutlich leichter machen. Aber es ist die Frage, ob ich das brauche oder ob ich einfach das schon geschafft. Ganz ehrlich, scheiß auf, ich mache jetzt hier die Erststückfähigkeit. Ich gehe das mal ein. Ich mache mal die Slow Motion. Hagelsturm. Erdsprung. Fähigkeiten laden sich jetzt alle nochmal auf. Ich brauche nur ein bisschen Kohle für die Erststückfähigkeit. Ich friere nochmal alles ein. So, Erststückfähigkeit. Ich kann den jetzt oben skillen für ein bisschen extra Schaden, aber irrelevant. Brauche ich nicht. Das wird knapper, als es aussieht, ehrlich gesagt. Er hat das Spiel verlassen. Er ist abgehauen. Bro, warum? Warum das denn? Weiß der was ich nicht weiß? Bin ich finished eigentlich? Nein. Wieso ist der rausgegangen? Hä? Wieso? Wir hatten doch eine gute Zeit hier. Slow Motion ist jetzt ein bisschen dumm. Wenn ich jetzt Game Over gehe, ist es, weil ich Slow Motion noch rausgehauen habe. Hätte ich mir ja aufsparen sollen, das ist ein bisschen gut. Runde 99. Ja, ich habe Slow Motion raus. Das ist natürlich echt dumm gewesen jetzt. Ich muss auf die Schnelle was machen gegen die DTs. Was ist das? Ich überlege, Erstschlagfähigkeit zu machen, wenn es hart auf hart kommt. Nee, Quatsch. Es wird einfach aufgegessen. Es wird einfach aufgegessen. Es ist halt... Bro, er hat wirklich nichts gemacht. Er kommt rein, gibt mir all sein Geld und haut ab. Wenn du eine frühe Erstschlagfähigkeit machst, kannst du Erstschlagfähigkeit halt zweimal einsetzen. Ja gut, das war eine sehr komische Koop-Runde. Man kann es nicht also beschreiben, es war sehr, sehr komisch. Also, cool, dass er dabei war, aber wie sehr war er wirklich dabei? Und wie sehr habe ich einfach jetzt alleine eine komische Schmanzentaktik hier gemacht? Turm platziert 0, also er hat halt nichts gemacht.
Alle 152 ist er ja eigentlich gut genug, um auch was hätte machen zu können, aber er hat keine Lust so gehabt. Ja, ein bisschen schade. Ich bin jetzt fast Level 12 auch. Es kann sich nur um Stunden handeln. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ein bisschen traurig. Bis dahin, Leute. Quäter gut, warte auf den Tee übrigens. Lass mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao.